So, wir befinden uns mittlerweile beim zweiten Instanzboss aus den Vortex-Gipfeln. Und zwar ist das Altarius mit 6,64 Millionen Lebenspunkten in der heroischen Fassung. Ja, im Vergleich zum normalen Modus hat er jetzt hier im heroischen Modus, seht ihr gleich, werden Wirbelstürme spawnen. Das seht ihr jetzt hier rechts im Bild. Ja, von denen solltet ihr euch einfach fernhalten. Da ihr sonst in die Luft geschleudert werdet und das wäre, ich sag mal, unpraktisch. Ansonsten arbeitet er wieder mit seinem unterkühlenden Atem, welcher, ja, er sucht sich einen Spieler in eurer Gruppe aus, dreht sich dann zu ihm und castet diesen Art Breath, da einfach rausgehen natürlich. Das sieht man jetzt hier wieder, diesen Breath, einfach da rausgehen, da das schon gut Schaden verursacht. Und natürlich, er arbeitet wieder mit dem Wind, also alle Midi-Klassen, Caster-Klassen, mit dem Rücken zum Wind drehen. So wie, ja, wie soll ich das, warte. Genau, jetzt am besten ein Stück nach links, weil der Wind kommt von hinten. Also so wie ich jetzt gerade stehe, dann erhöht sich der, also euer Bewegungstempo, eure Tempowertung und natürlich auch Zauberwertung. Und das macht dann den Kampf doch schon recht interessant, beziehungsweise schnell vorbei eigentlich. Und ja, das ist eigentlich das A und O bei dem Boss. Wie gesagt, von den Wirbelstürmen unbedingt fernhalten. Dem Breath ausweichen, den er jetzt hier wieder auf die Gruppe castet, den kann man als Tank nicht wirklich steuern. Und ja, natürlich mit den Windrichtungen arbeiten. Das erfordert vielleicht etwas Übung, aber es ist auf jeden Fall machbar, da der Schaden selbst auch nicht so grandios hoch ist. Und ja, ist eigentlich alles machbar. Und ja, das war eigentlich schon die Kampfbeschreibung bzw. der kleine Taktikguide für Altarius in der heroischen Fassung. Wie gesagt, 6,64 Millionen Lebenspunkte hat er. Und arbeitet unbedingt mit dem Wind. Ja, dann ist das alles gar kein Problem und haltet euch von den Wirbelstürmen fern. Und ja, ich danke fürs Anschauen des Guides und sage einfach bis zum nächsten Boss. Macht's gut.